Die große Feiertagsreise in die Karibik mit der AIDA Mar steht kurz bevor. Doch zuerst müssen wir uns wie alle Gäste durch den Winter in Deutschland kämpfen. Wir nehmen den Zug von Berlin nach Hamburg und legen die letzte Strecke mit dem Taxi zurück, da die Busse aufgrund des Fischmarktes am Sonntagvormittag nicht bis nach Altona fahren. Hier sind 15 Euro. Dankeschön. Dort angekommen heißt es erstmal Schlange stehen in der Kälte. Am Ende der Schlange werden euch eure Koffer abgenommen, die feinsäuberlich sortiert und zum Verladen auf das Schiff vorbereitet werden. Nach knapp einer halben Stunde draußen anstehen, geht es dann zum Glück in die Halle, wo es wesentlich wärmer ist. Wunderschönen guten Tag, bitteschön. Dankeschön. Oh, danke. Auch hier steht man wieder in einer Schlange und wartet darauf, zu einem AIDA-Mitarbeiter an einem Tisch zu kommen. Dort müsst ihr euch ausweisen, ihr erhaltet eine kurze Einweisung, ein Foto wird von euch gemacht und ihr bekommt eure Bordkarte. Die ist wichtig, bloß nicht verlieren. So, dann ist es auch bald geschafft. Jetzt geht es noch durch die Sicherheitskontrolle, damit niemand heimlich verbotene Gegenstände an Bord schmuggelt. Wir düsen so schnell wir können auf das Schiff in unsere Kabine. Auf diesen Moment haben wir uns schon seit Monaten gefreut. Machen Sie hier mit den Sicherheitsmaßnahmen vertraut. Mit den Sicherheitsinformationen. Auf den Die Kabine gucken wir uns ein andermal genauer an, versprochen. Ihr habt es ja schon im Hintergrund gehört. Erstmal machen wir das Sicherheitstraining. Das Sicherheitstraining macht ihr ganz bequem über den Fernseher in eurer Kabine. Um es erfolgreich zu absolvieren, müsst ihr euch aber mit angezogener Sicherheitsweste zum Sammelpunkt begeben. Dort wird geprüft, ob ihr sie richtig angelegt habt, eure Bordkarte wird gescannt und damit habt ihr das Sicherheitstraining geschafft. Jeder Gast muss das Training am ersten Tag machen. Alle laufen also mit ihren Westen wie bei einer Schnitzeljagd umher, um ihren Sammelpunkt zu finden. Wenn nur ein Gast das Training nicht macht, legt das Schiff nicht ab. Man wird dann namentlich aufgerufen und glaubt mir, ihr wollt nicht, dass mehr als 2000 Menschen wissen, dass ihr keine Lust auf das Sicherheitstraining hattet. Wir liefen im Anschluss noch das gesamte Schiff ab, um uns einen groben Überblick zu verschaffen. Pünktlich um 18 Uhr legen wir dann endlich ab und verabschieden nicht nur Hamburg, sondern auch den kalten Winter in Deutschland. Kälte hin oder her, Hamburg sieht schon nicht schlecht aus bei Nacht, oder? Wir lassen den Abend mit einer auf den AIDA-Schiffen üblichen Shows im Theatrium ausklingen und fallen völlig müde ins Bett. Aber auch voller Vorfreude auf das, was wir in den nächsten Wochen noch so erleben werden.